Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Montag, Wochenstart. Hoch die Hände. Wir haben kein Wochenende, nicht so schön. Aber gut, vor dem Wochenende ist nach dem Wochenende. Jetzt muss ich schon 2x5 € ins Phrasenschwein schmeißen. Ja, wir waren schon wieder fleißig. Wir sind relativ früh heute aufgestanden. Wo ist der Eddie eigentlich? Ach, da. Draußen sind sie auch schon wieder fleißig. Die Bauarbeiter waren schon 6:45 da, das ging zügig los. Unsere Mülltonnen wurden schon geleert. Was haben die denn da hingelegt? Nehmt ihr dumm. Die werden schon wissen, wofür das brauchen. Ich gehe dann auch nicht auf die Zwiebel. Heute Morgen haben sie einen Kaffee von uns gekriegt. Beziehungsweise heute nur angeboten. Heute wollten sie keinen. Dafür habe ich den dann Cola hingestellt. Die haben wir gestern geholt für die. Und jetzt sind sie da am Graben und am Buddeln, am Machen und am Tun. Ich will das nicht so lange zeigen, weil, ne? Ihr würdet es auch nicht schön finden, da gezeigt zu werden. Ja, so ist das. Ja, wegen der Kamera nochmal, hatte ich euch ja versprochen. Also das hätte es wieder nicht geklappt mit der zweiten. Ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht. Mit den anderen Kameras war das nie ein Problem, das ist dieselbe Firma. Ist wahrscheinlich Mexiko, Griff ins Klo. Schicke ich jetzt zurück. Habe ich schon Kontakt aufgenommen mit dem Support. Habe jetzt noch keinen Bock mehr drauf. Jetzt lasse ich natürlich bestimmt andere. Wenn ihr noch rechtzeitig ankommen sollt, zeige ich es euch. Wenn nicht, dann nicht. Tut mir leid, wenn ich euch das gesagt habe. Aber hat vielleicht nicht sein sollen, das noble Gerät mit der Gesichtserkennung. Ich habe 2 verschiedene WLANs ausprobiert. Ich habe mir eine Datensim gekauft. Das hat nicht geklappt. Wie gesagt, ich habe mehrere Kameras davon, Kameras anderer Modelle, die sind mega, bin ich super zufrieden. Ist halt, ne, 2x Montagsmodell vielleicht erwischt, nimmt du dumm. Leider ist das so. Ja, noch was anderes, ihr Lieben. Warum habe ich denn so ein Flimmern hier drin? Moment. Weiß ich auch nicht, die Kamera ist irgendwie komisch. Das zeigt komisch an, muss ich mal gucken nachher. Es haben schon viele Leute das Kochbuch von uns gekauft, dann von unserer Webseite. Hatten aber ein bisschen Probleme dann mit dem Runterladen. Also, wenn ihr das kauft, eins unserer E-Books, dann bekommt ihr, wenn ihr also bezahlt habt, alles abgeschlossen habt, bekommt ihr von Digistore eine Mail, wo ein Schlüssel auch angezeigt wird, den ihr aber nicht braucht. Und gleichzeitig ist da ein Button in farbig. Jetzt herunterladen oder jetzt E-Book herunterladen. Und da drückt ihr drauf, dann werdet ihr weitergeleitet und dann könnt ihr euch das PDF da 3-mal runterladen. Und wenn es dann gespeichert ist, natürlich gespeichert bei euch. Nur so kommt ihr dann halt zu eurem E-Book und könnt euch das dann halt ja runterladen. Das wollte ich nur noch mal erzählen, weil er jetzt ein paar E-Mails gekommen sind, hat ein paar Probleme mit, ich musste da am Anfang auch mal gucken, ist gar kein Problem. Sollten trotzdem Probleme sein, schreibt uns an, jederzeit. Unsere Kontakt-E-Mail-Adressen habt ihr ja. Zur Not in der Infobox steht die Seite von unserer Webseite, die Webseite steht da verlinkt. Da könnt ihr auch Kontakt über das Kontaktformular aufnehmen mit uns. Und ja, dann fragt jederzeit. Antworten dann auch zeitnah. Auf jeden Fall. Ja, heute Morgen gab es bei uns schon Shaky und Kaffee 2x. Den haben wir jetzt schon getrunken, der ist schon halb leer. Und ja, wir wollten eigentlich heute ins Nachbardorf spazieren fahren. Da haben wir aber wieder mal umdisponiert ein bisschen. Wir werden heute erstmal hier bleiben. Bei uns am Haus. Heute gibt es Reibeplätzchen, das habe ich mir gewünscht. Da habe ich voll Bock drauf. Schön mit Apfelmus esse ich sie nicht, aber die Mama und meine Mama essen das ganz gerne mit Apfelmus, mein Papa auch. Wir werden das fein machen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch gerne Reibeplätzchen esst und ob mit oder ohne Apfelmus oder grob oder fein. Wir machen sie heute fein. Wir haben da so eine alte Küchenreibe für, wo das super gut geht. Der Calvino ist eben zum nächsten Supermarkt gefahren. Letztendlich wollte er ein paar Pokémons jagen. Die haben nämlich keine Eier mehr gehabt, die bringt er mit. Und ja, das gibt es heute zum Mittagessen bei uns. Da werden wir gleich vorbereiten, Kartoffeln schälen schon mal. Und dann werden die mit Zwiebeln zusammen durch eine Reibe gejagt, fein gerieben. Früher hat man das ja noch von Hand gemacht, aber zum Glück braucht man das heutzutage nicht mehr. Dann werden wir nachher alle Mann zusammen zum Stellplatz fahren. Die Mama wird dann da
einräumen, alles schon vorbereiten, soweit schön machen, Betten beziehen etc. Und ich werde mit den Kindern, mit meinen Eltern ins nahegelegene Schwimmbad nochmal fahren für ein Stündchen, zwei, ein bisschen planschen. Das gefällt ihnen immer ganz gut, vor allem der Livia. Das hatten wir so auf dem Plan und dann werden wir da noch ein Stündchen bleiben, ein bisschen Kaffee trinken. Der Eddie kann da wetzen auf dem Campingplatz. Da ist er ganz schön und ja, so ist der grobe Plan. Und wir stehen hier nicht die ganze Zeit den Arbeitern auf der Füße und glotzen, was die machen. Stelle ich mir halt ein bisschen doof vor immer. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Und ja, so starten wir in den Tag. Ansonsten, heute Abend werde ich nochmal zum Freund fahren, ein bisschen was einstellen. Und danach lassen wir den Abend wieder einklingen, ausklingen, wie auch immer. Da werde ich euch aber berichten. Ja, so zu erzählen, zeigen gibt es heute, glaube ich, nicht viel. Ich kann euch nachher zeigen, wie wir die Reibeplätzchen machen. Da haben wir auch kein Rezept, so ist ganz einfach. Wir nehmen Kartoffeln, Eier, ein bisschen Mehl, Salz, Zucker, Muskat machen wir da rein. Zeige ich euch nachher. Wenn ich die mache, nehme ich es mit. Ansonsten seht ihr es bei der Michaela, wenn die das macht. Einer von uns beiden, dann müssen wir mal gucken. In einer Stunde kommen meine Eltern erst, die kommen auch ein bisschen später. Die haben sie jetzt gemütlich gemacht, die trinken auch nochmal schönen Kaffee. Und ja, wir lassen das, wir lassen die Woche ganz gemächlich einklingen. Gehen da ganz entspannt dran. Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn was ist. Ich werde auf jeden Fall heute zeigen, wie weit die Arbeiter gekommen sind. Die graben gerade die andere Seite, machen da die Randsteine, werden da einbetoniert. Da sind sie am Graben jetzt, die kommen echt flott voran. Dann habe ich gerade mit dem Baggerfahrer gesprochen. Wir haben da hinten, haben sie uns einen Berg gemacht mit dem alten Basalt. Das werden sie uns vorm Haus verteilen, werde ich euch auch zeigen. Die sind echt super lieb und zuvorkommend. Die leisten echt super Arbeit, bin ich mega zufrieden. Da werde ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten nachher. Und ja, ich denke mal, ich werde erstmal duschen. Die Mama ist geduscht. Einmal den Körper reinigen. Und dann melde ich mich später nochmal rein, ihr Lieben. Tschüss. Hallöchen, ihr Lieben. So, wir haben jetzt mittlerweile schon fast 17, 18 Uhr. Ihr seht, wo ich bin. Wir haben den Tag zu Hause verbracht. Da ist einiges vorangekommen. Da haben die Wände gewackelt. Da war immer hin und her und her und hin. Da konnte ich ganz schlecht filmen. Meine Eltern waren auch da. Und jetzt sind wir so gegen 16 Uhr, solange die Livia geschlafen. Und sind wir jetzt nochmal zum Schwimmbad gefahren, 1,5 Stunden rausgeschwommen, dann wäre zurückgeschwommen. Und jetzt sind wir am Wohnwagen. Die Michaela, die war fleißig, die hat hier eingeräumt, Betten bezogen, geputzt, gewaschen, gemacht, getan, hin und her, gerödelt, gedödelt, gemacht. Und ja, jetzt ist der Papa auch dabei. Jetzt habe ich gerade mal den Kofferraum leer geräumt, einmal durchgeguckt, was da drin ist, was brauchen wir nicht. Oh, habe ich eine ganze Tüte. Wir haben zum Beispiel 5 Regenschirme drin gehabt, dann hatten wir drei Verbandskoffer. Alles jetzt reduziert auf das Nötigste. Und das habe ich mal gewogen aus Spaß, das waren 8,1 Kilo. Wahnsinn, was man noch so unnötig mitgeschleppt hat. Drinnen wollen wir auch nochmal durchgucken, alles nochmal raussuchen und machen und tun. Ja, aufregend immer so, bevor es losgeht. Ja, da oben die Steckdose, alles dicht, alles trocken. So sieht's aus. Wunderbar, wunderbärchen. Nee. Nee, ist das nicht dicht. Ja, ist noch ein bisschen feucht, aber wir haben das von unten mit dieser Dichtmasse, das vulkanisierende Band gemacht. Normalerweise hätten wir sich silikonieren müssen, aber wir hatten es gerade da, haben wir drauf gehauen und Arschlecken rasieren drauf damit. Ja, jetzt ist da natürlich noch Chaos, jetzt haben wir gerade geguckt. Wir können das Gestänge von dem Vorzelt, was wir bekommen haben, was wir uns gekauft haben bei Obeling, passt da genau rein. Da können wir da packen, weil da oben ist ja jetzt zum Beispiel jetzt der Dach, sag mal schnell, die Markise weg. Das heißt, können wir das da unterbringen, dann haben wir da auch Platz. Wir nehmen ja nur eine, die Alugasflasche mit. Wir haben jetzt die andere drin, weil wir nochmal nach Österreich fahren, ein paar Tage. Deswegen haben wir die jetzt da drin, verbrauchen nicht das andere Gas. Das haben wir jetzt aufgefüllt vor kurzem. Und ja, jetzt sind wir nur auf dem Platz. Trinken noch ein Käffchen, essen ein bisschen Kuchen. Meine Eltern zeigen gerade,
der Michaela und dem Calvino und der Livia ihr Wohnmobil, ihr großes. Ja, und der Eddie hat gerade Fleischwurst gekriegt. Der ist artig wie nie. Eddie, ist gut alles? Bist du fein? Ja. Oh, wie er immer, ich bin mir fast mein Handy aus der Hand geflogen. Ja, genau. Und hier habe ich auch noch Baustelle, da muss ich auch noch mal gucken. War jetzt wieder alles dicht, aber trotzdem. Ja, da gucke ich mal in Sinaböll Kirchen, wenn wir sind, noch mal ganz in Ruhe, was man da machen kann. Hat halt reingeregnet, wenn das stark regnet. Und da ist halt Kacke. Ja, jetzt bin ich gleich gespannt, wie weit die Arbeiter gekommen sind. Wir werden gleich zurückfahren. Meine Eltern kommen heute nicht mehr mit. Und werden mal schauen, was die da gemacht haben, wie weit die gekommen sind. Ich bin gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich habe jetzt gerade meine Kamera vergessen daheim. Beziehungsweise nicht mitgenommen. Vergessen. Tut es ja bei XL-Bums, ist ja dasselbe. Deswegen filme ich jetzt mein Handy. Und ja, so langsam freue ich mich, dass wieder losgeht. Habe schon die SIM-Karte rausgesucht. Ach, Eddie, die Fleischwurst von Opa. Der Opa hat ihm da ein paar Stücke Fleischwurst geschnitten. Er sagt, er ist der liebste Beagle von Welt. Ja, er darf sich das Wohnmobil nicht angucken von meinen Eltern. Ja, ich zeige euch das gleich natürlich, wenn wir wieder da sind. Nehmt ihr euch mit, ich bin gespannt und dann werde ich euch erzählen, was wo noch passiert ist. Ich denke mal, dass morgen der Basalt kommt. Die haben nämlich heute alles gerüttelt, da das ganze Haus gewackelt. Da waren nämlich so ein riesen Walzding da, haben die Erde auch, die sie da abgetragen haben, noch von der Einfahrt schön verteilt hinterm Haus, das zeige ich euch auch. Haben sie so gut verteilt, dass der Keller nicht mehr aufging, da muss ich selber ein bisschen schippen zwischendurch. Aber immer was zu tun, aber egal. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir raffen hier uns hier auf, trinken noch in Ruhe einen Kaffee zusammen, schnacken noch ein paar Worte und dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir am Haus sind und zeige euch, was für tolle Fortschritte wir an der Einfahrt hatten und auch hinterm Haus die Erde, wie die aufgeschüttet worden ist. Ihr Lieben, bis gleich. Hallöchen, ihr Lieben, Freunde der Sonne. Ah, es ist schon wieder dunkel. Egal, ich zeige es euch trotzdem, habe ich euch ja versprochen. Und was der Papa verspricht, das macht er meist. Wir haben die Pfosten ja schon mal grob hinsetzen. So sieht's aus. Da wird morgen Basalt aufgeschüttet. Herrlich, wunderschön. Ich freue mich wirklich. Das sieht schon richtig, richtig toll aus. Ja, da hätte ich vielleicht doch eine Ecke genommen. Aber gut. Ist trotzdem toll. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal in die Kommentare. Amazing. Und hier haben sie auch aufgeschüttet da hinten. Also alles, was sie da abgetragen hatten, haben wir hier schön aufgeschüttet. So sieht's da aus. Ja, und da muss ich noch ein bisschen wegbuddeln. Da haben sie ein bisschen zu viel gemacht. Aber Hauptsache ist er jetzt auf. Aber wenn sie aufgeht, geht auch keiner rein. Klugheit des Tages. Ja, der Bernd baut das, Papa baut das mal am Zaun. Und dann, glaube ich, war es das für heute. Dann fahre ich gleich noch kurz zum Freund, baue dem, installiere dem was. Und dann, lassen wir auch den Abend einklingen, ihr Lieben, Liebenden. So sieht's aus. Was liegt denn hier schon wieder? Folie. Ach, da kommt noch Folie wahrscheinlich drunter. Hammer. Die denken ja richtig mit, die Leute. Wahnsinn. Ja, Profis halt. Das ist eine richtige Firma. Die wissen, was sie machen. Ja, jedenfalls werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen und zeigen, was passiert. Auch morgen. Ansonsten steht morgen nicht viel auf dem Programm. Ein bisschen Chili-Milli. Und Pfosten hier, Pfosten da, Pfosten wunderbar. Was steht morgen im Programm? Ja, nichts, meine Eltern kommen, machen einen schönen ruhigen Tag. Morgen gibt es Allmann-Essen, Gebratwurst, Klöße wollte ich machen, so Kartoffelklöße, Soße, Rotkohl, Erbsenwurzeln. Ja, sowas halt.
Na, Pfosten hin. Und ja, ansonsten werden wir morgen nicht machen, ein bisschen spazieren gehen. Oben wollten wir nochmal ein paar Walnüsse pflücken. Hier haben wir oben den Walnussbaum. Ach, muss eine SMS schreiben. SMS ist das gar nicht mehr. Sagt ihr da auch noch SMS zu? Moment. Ja, ansonsten werden wir morgen nicht viel machen. Keine Ahnung. Ich werde euch mitnehmen. Wenn wir was Spannendes machen oder erleben, werde ich das erzählen. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ganz kurz. Nur, dass ich gleich losfahre. La 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 la. So, so. Sorry, ich bin nicht multitaskingfähig. Ich kann nicht reden und gleichzeitig anderes. Doch, meistens schon, aber da musst du nur eben schreiben, dass ich gleich losfahre. Dass diejenigen auch wissen, dass ich gleich komme. Nicht, dass sie da im Schlübi sitzen und erschrecken sich, dass der Papa Bernd da um die Ecke kommt. So, ich hau die Pfosten eben noch rein. Dann kann der Etti gleich wieder wetzen hier. Der kleine Pullermann, der ist sowieso den ganzen Tag neugierig geworden gewesen. Zack. Keine Ahnung, geht das schlecht? Das sind die Pfosten schon mal drin. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Egal, es tut mir leid, ihr Lieben. Ich werde mich verabschieden für heute. War wieder ein toller Tag. Gleich werde ich noch was essen. Und zu den Freunden fahren kurz. Und dann war es das auch für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen. Morgen, denke ich mal, kann ich hier ein bisschen mehr zeigen. Wir waren jetzt halt gerade noch weg und da konnte ich jetzt halt mit den Arbeitern, wenn ich hier rumlaufen möchte, die ungern filmen. Ich denke mal, ihr versteht das. Aber ihr seht ja das Ergebnis. Morgen geht's weiter, ihr Lieben, in alter Frische. Und viel Spaß gleich bei der Michaela natürlich, wie immer. Ne? Und besucht uns auf unserer Webseite www.herrbernd.com. Da könnt ihr tolle, lustige Geschichten, das werden wir immer mehr und mehr jetzt ausschmücken, was wir Tolles machen. Und dann nehmen wir euch mit ein kleines Stück auf der Reise. 24 Stunden könnt ihr da stöbern am Tag. Und ich würde sagen, schönen Abend noch. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss.